Guten Morgen und herzlich willkommen zum Livestream zum Android-Kurs. Wir werden heute wieder ein bisschen gemeinsam programmieren. Vorher einen kleinen Blick auf die neuen Übungsinhalte oder Lerninhalte werfen und vielleicht auch nochmal kurz zusammenfassen, was Sie so aus der letzten Woche mitgenommen haben. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Und wenn Sie möchten, können Sie auch kurz im Chat Hallo sagen. Sie können wie immer entweder den Twitch-Chat verwenden, um Fragen zu stellen, um Feedback zu geben. Oder wenn Sie lieber den Rocket-Chat-Kanal der Uni Regensburg verwenden möchten, können Sie das genauso machen. Versuche ich auch im Blick zu behalten und dann auch auf Ihr Feedback einzugehen. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht direkt mal an mit so einem kurzen Überblick oder Rückblick auf die vergangene Woche beziehungsweise einen Ausblick auf die aktuellen Lerninhalte, damit wir das hinter uns haben und dann können wir uns dem eigentlich interessanten Thema, nämlich dem Entwickeln von so einer kleinen neuen App heute tatsächlich widmen. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz ein paar Folien, dann gehen wir das in Ruhe durch. Müssten Sie die auch sehen und dann fangen wir einfach mal direkt an. Wir haben uns in der letzten Woche hauptsächlich mit diesem Thema Sensor und oder Sensoren und Permissions beschäftigt und was Sie so mitgenommen haben sollten, sind einmal zwei eher technische Sachen und dann vielleicht so einen etwas abstrakteren Aspekt des Software Engineerings. Das erste, was Sie mitgenommen haben sollten, ist tatsächlich, wie man diese Hardware-Sensoren nutzt. Also Sie sollten irgendwie mitbekommen haben, dass in Android-Geräten eine ganze Menge von verschiedenen Sensoren, sei es jetzt für die Ortsbestimmung oder für sowas wie den Beschleunigungssensor verbaut sind und wir die in unseren Apps benutzen können. Wir müssen uns dabei nicht mit der Hardware selber rumschlagen, sondern Android abstrahiert von dieser Hardware, bietet eine einheitliche API über den Sensor Manager oder den Location Manager an, mit denen wir auf diese Geräte bzw. die Werte dieser Geräte zugreifen können. Das ist irgendwie so ein bisschen technischer Natur gewesen. Wir haben dann auch erfahren, dass es in dem Zusammenhang manchmal nicht mehr reicht, dass wir Permissions für diesen Zugriff auf diese Sensoren direkt im Manifest eintragen, sondern dass wir zum Beispiel bei den Positionsdaten ganz, ganz explizit auch nochmal die Nutzer und Nutzerinnen fragen müssen, ob wir diese Erlaubnis tatsächlich haben. Und aus aktuellem Anlass haben das ja vielleicht auch ein paar von Ihnen diese Woche schon mitbekommen. Wenn Sie diese Corona-App installiert haben in dieser Woche, dann war das eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass in diesem Onboarding, wenn man die App das erste Mal installiert hat, nicht nur diese Permission tatsächlich dann nochmal explizit erfragt worden ist. Also wir mussten nochmal ganz explizit zustimmen, dass wir diese Ortsbestimmung bzw. in dem Fall dann eher für Bluetooth tatsächlich diese Rechte dieser App geben. Und wir haben da auch, finde ich, ganz nett gesehen, wie man Nutzer und Nutzerin vielleicht im Vorfeld darüber informiert, warum man diese Rechte jetzt tatsächlich braucht. Also das nur so als kleine tagesaktuelle Anekdote und auch den Bezug dann zu den Vorlesungsinhalten. Manche Rechte können wir uns nicht einfach über das Manifest holen, sondern müssen die ganz, ganz explizit anfordern. Dafür gibt es dann auch wieder eine entsprechende API. So ein bisschen darüber angeordnet ist dann vielleicht die Frage, was man denn jetzt eigentlich damit machen kann. Und eine Besonderheit, die wir jetzt, wenn wir für mobile Plattformen entwickeln, sicherlich festgestellt haben, ist, dass wir durch diese Smartphones oder die Sensoren, die in diesen Smartphones verbaut sind, plus eben dem Kontext, in dem die verwendet werden, eine ganze Reihe von neuen oder vielleicht besser umsetzbaren Anwendungsfällen erschließen können. Wenn Sie sich zum Beispiel mal diese Sightseer-App nochmal ins Gedächtnis rufen, die wir letzte Woche implementiert haben, dann werden Sie sicherlich merken, dass das vielleicht mit entsprechender Hardware und mit sehr viel Aufwand auch auf einem Laptop vielleicht irgendwie umgesetzt werden könnte. Aber so wirklich Sinn macht das Ganze nur, wenn Sie ein Gerät haben, was Sie in der Hand tragen, was Sie rumbewegen können, was auch eine entsprechende Batterieleistung hat, was einen GPS-Sensor hat. Und all das ist eben in Smartphones vereint und dadurch erschließen sich für uns dann auch ganz neue Anwendungsfälle. Das heißt, wir gehen da jetzt ein bisschen über dieses rein technische hinaus und Sie sollten so vielleicht schon mal eine Idee oder ein Gefühl dafür entwickelt haben,
dass wir auch ganz andere Software für mobile Geräte bauen können, als wir das vielleicht klassischerweise für Desktop oder Laptop tun. Wir gehen diese Woche einen Schritt weiter und nachdem wir uns letzte Woche vielleicht irgendwie mit den positiven Effekten von diesem Formfaktor Smartphone und den verbauten Sensoren beschäftigt haben, geht es jetzt in dieser Woche um einen Aspekt, der nicht negativ ist, aber der die Entwicklung an manchen Stellen ein bisschen schwieriger macht, und das ist die Gerätevielfalt. Also wir haben alle irgendwie vielleicht ein Smartphone hier irgendwo rumliegen in der Nähe. Ich habe sogar zwei Smartphones irgendwie rumliegen. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Hier schauen, ob ich irgendwie meinen Desktop wieder sehe und Sie das auch sehen. Hier, das ist mein privates Smartphone, ganz kleines, altes Android-Gerät. Ich habe hier noch von der Uni ein anderes liegen und die Geräte sehen ganz unterschiedlich aus, sind unterschiedlich groß, haben vielleicht auch unterschiedliche Hardware verbaut, und es geht dann noch weiter, wenn man irgendwie sich anschaut, dass es ja auch sowas wie Tablets gibt oder irgendwelche Smartwatches, die alle irgendwie mit diesem Android-Betriebssystem funktionieren. Und wir müssen im schlimmsten Fall relativ viele von diesen Geräten tatsächlich bedienen als Entwickler und Entwicklerin. Also wir müssen unsere Software so implementieren, dass die tatsächlich auf vielen von diesen Geräten funktioniert, gut verwendbar ist, und müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen, wie wir das denn tatsächlich machen können. Und das lernen Sie in dieser Woche. Sie beschäftigen sich damit, wie Sie Layouts für unterschiedliche Endgeräte optimieren können. Also wie kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ich vielleicht auf einem Tablet den Platz anders ausnutze als auf einem Smartphone, weil ich da weniger zur Verfügung habe. Sie werden lernen, wie Sie das User Interface, auch vielleicht bestimmte Funktionalitäten Ihrer Anwendung für ältere Geräte oder Betriebssystemversionen zugänglich machen. Das ist ja auch irgendwie was, was in diesem Ökosystem sowohl bei Android als auch vielleicht bei iOS, wenn man jetzt die beiden großen Plattformen sich anschaut, ein Problem ist, dass wir nicht nur unterschiedliche Hardware und Geräte haben, sondern da auch unterschiedliche Varianten der Betriebssystemsoftware laufen können, und wir sollten immer irgendwie versuchen, möglichst kompatibel für möglichst viele Geräte zu entwickeln. Damit das Ganze auch irgendwie ausprobiert werden kann, schauen wir uns dann auch noch an, wie wir unsere Software dann vielleicht erstmal auf dem Emulator testen können und dabei unterschiedliche Gerätetypen, sei es Bauarten, Versionen des Betriebssystems oder so, emulieren können. Die Folien, Videos und Beispiele, glaube ich, in dieser Woche nicht, finden Sie bereits auf Ilias, und wundern Sie sich nicht, dass die Übungsaufgabe da im Moment noch nicht online ist. Die wird heute Mittag freigeschaltet, da sind wir gerade noch dabei, das ein bisschen für Sie zu überarbeiten. So viel zu der letzten Woche und dieser Woche. Ich sage Ihnen noch ganz kurz, was Sie in der Übungsaufgabe machen, bevor wir dann mit unserem Thema weitermachen. Sie probieren dieses Konzept, unterschiedliche Geräte auszunutzen, an einem kleinen Beispiel aus, nämlich an so einer Notizbuchanwendung, die abhängig davon, auf was für einem Gerät die ausgeführt wird, ein leicht unterschiedliches User-Interface anbietet. Also auf einem Tablet wird vielleicht der Platz, der zur Verfügung steht, ein bisschen besser genutzt, und da werden dann neben dem Editor für Notizen gleichzeitig auch eine Liste der gespeicherten Notizen angezeigt, und auf dem Smartphone trennen wir das ein bisschen voneinander. Was ich heute mit Ihnen in dem Stream machen möchte, ist aber eigentlich was ganz anderes. Ich möchte heute mal versuchen, from scratch, also wirklich mit einem leeren Android-Projekt, eine kleine Android-Anwendung mit Ihnen gemeinsam umzusetzen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da komplett fertig werden. Wir werden zügig irgendwie arbeiten, aber es geht auch gar nicht irgendwie darum, dass Sie jede Zeile irgendwie, die ich hier irgendwie eintippe, auswendig lernen. Sie finden jetzt schon im Ilias-Kurs einen Lösungsvorschlag für die App, die ich Ihnen gleich vorstelle. Worum es mir so ein bisschen geht, ist Ihnen heute zeigen, wie man sich vielleicht erstmal konzeptionell ein paar Gedanken machen kann, wie man das Software-Design vielleicht planen kann und wie man dann Schritt für Schritt diese Anwendung implementiert und möglichst gut die einzelnen Komponenten miteinander verbindet. Ich glaube, das ist gerade wenn jetzt vielleicht die Übungsaufgaben auch immer ein bisschen komplexer und schwieriger werden und wenn die Projekte immer näher rücken, vielleicht mal eine ganz gute Übung, dass wir uns nochmal
von null quasi ein gemeinsames Projekt ein bisschen erarbeiten. Also ganz von null wird es nicht sein, weil ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, aber zumindest den Code werden wir versuchen, Schritt für Schritt zu entwickeln. Dazu zeige ich Ihnen ganz kurz mal, was das für eine Anwendung ist, und dazu probieren wir jetzt was Neues aus. Und zwar habe ich wenig spektakulär eine Webcam angeschlossen, um Ihnen auch ein physikalisches Gerät zu zeigen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und Sie sagen mir ganz kurz, ob das irgendwie halbwegs qualitativ funktioniert. Augenblick. Schauen wir mal. Ich warte mal kurz, bis es im Stream ankommt. Geben Sie mal kurz Feedback im Chat, ob Sie irgendwie mich noch hören und ob man so ein bisschen das Smartphone erkennen kann, auch die App da drauf, perfekt. Ich sage Ihnen ganz kurz, um was für eine App es geht. Sie sehen das hier schon so ein bisschen. Ich möchte gerne eine App mit Ihnen programmieren, mit denen wir zwei Farben mischen können. Also Sie sehen hier unten diese beiden Buttons, da kann ich draufklicken, dann habe ich hier diese zusätzliche Activity, mit der ich eine Farbe auswählen kann. Das kann ich zweimal machen. Und wenn ich dann mein Smartphone schüttle, dann werden diese beiden Farben gemischt und das Ergebnis wird in der Mitte der Activity angezeigt. Das ist irgendwie so das Ziel, was wir haben wollen. Ist jetzt nicht wirklich eine sinnvolle Anwendung aus ganz, ganz vielen Gründen, aber wir greifen nochmal diesen Sensor auf, den wir in der letzten Woche kennengelernt haben. Wir bauen uns ein bisschen was im User Interface zusammen und können so ein bisschen über Software Design uns dabei Gedanken machen. Jetzt kann ich auch mein Setup zeigen. Ich glaube, das muss man auch irgendwie machen, wenn man Streamer ist. Roomtour, aber das machen wir vielleicht wann anders. Ich werde jetzt versuchen, mit Ihnen gemeinsam diese Anwendung irgendwie von null aus null auf tatsächlich zu entwickeln. Und weil jetzt gerade schon die Frage im Chat aufgekommen ist, was das für eine Art von Farbmischung ist, das ist der Blend-Mode, den das Android-Betriebssystem Ihnen zur Verfügung stellt. Also Sie werden gleich sehen, wir haben in Android eine Klasse, mit der wir Farben abbilden können, unabhängig davon, was das jetzt für ein Farbraum ist. Wir werden RGB-Farben verwenden und über diese Klasse bzw. so ein paar Hilfswerte können wir zwei RGB-Farben miteinander mischen in einem vorgegebenen Verhältnis und dann ein Ergebnis zurückbekommen. Also wir machen das nicht selber, sondern wir benutzen dafür eine Methode, die uns das Android-Betriebssystem zur Verfügung stellt. Das Problem ist, und da hört dann irgendwie diese App auf, wirklich so richtig sinnvoll zu sein, RGB-Farben zu mischen, um ein optisches Ergebnis zu bekommen. Das ist keine so gute Idee. Also wenn Sie Farben mischen wollen, dann versuchen Sie das vielleicht irgendwie, wenn es wirklich wichtig ist, gerade was so die tatsächlich wahrnehmbare Farbmischung angeht, irgendwie außerhalb von dem RGB-Raum zu machen. Das ist tatsächlich nicht so wirklich eine super Idee. Aber das soll ja auch nur der Abschluss von so einem kleinen Mini-Use-Case sein. Wir haben eine Funktion im Android-Betriebssystem zur Verfügung, mit der wir diese Farbmischung durchführen können. Die benutzen wir und sind dann froh. Und uns geht es eher so ein bisschen darum, wie wir diese App insgesamt dann konstruieren, designen und die Komponenten zusammenschalten. Okay, ich zeige Ihnen jetzt noch ein bisschen was zu der App an sich oder zu meiner Vorstellung davon, und dann fangen wir tatsächlich auch gleich an, das Ganze zu entwickeln. Was ich machen möchte, ist eben dieses Konzept, was ich Ihnen gerade kurz gezeigt habe, durch eine App umzusetzen. Das sind so drei Schritte, die aus Nutzerperspektive dafür wichtig sind. Wir haben diese erste Activity, bei der ich Farben auswählen kann. Wir haben dann für beide Farben eben diesen Dialog in Form von einer zusätzlichen Activity, mit der ich eine der beiden Farben generieren kann. Wir machen das, wie gesagt, im RGB-Farbraum. Das ist jetzt ein bisschen einfacher einfach für uns. Sie wissen alle, wie man so grob mit RGB-Farben umgeht. Das heißt, wir werden drei Schieberegler den Nutzern und Nutzerinnen anbieten, mit der man
diese RGB-Farbe dann erstmal mischen kann oder zusammenstellen kann. Das bestätigen die Nutzer und Nutzerinnen, machen das Ganze zweimal und haben dann zwei Farben ausgewählt, die in dieser ersten Activity angezeigt werden. Dann schütteln wir das Gerät, das heißt, wir müssen auf irgendeinen Sensor zugreifen, der uns diese Schüttelbewegung erkennen lässt. Und was wir dann machen, wenn wir diese Schüttelbewegung vom Smartphone erkannt haben, wir mischen diese beiden Farben und blenden die dann in der Mitte ein. In der fertigen Lösung zur Nutzerin auch wirklich mitbekommt, dass das Schütteln jetzt der Auslöser für diese Farbänderung war. Und das müssen wir nicht unbedingt jetzt in diesem Stream auch machen, aber Sie können sich das dann in der fertigen Lösung anschauen. Also das ist so ein bisschen das Konzept aus Nutzerperspektive. Ich habe mir jetzt schon mal angefangen, ein paar Gedanken zu machen, was wir so alles erledigen müssen. Also was sind unsere Aufgaben, was müssen wir implementieren? Wir müssen irgendwie Farben auswählen lassen. Wir müssen uns mit diesem Beschleunigungswert beschäftigen. Also wir müssen irgendwie diesen Beschleunigungswert aus dem Gerät auslesen. Dann, das ist vielleicht auch noch wichtig, damit man dieses Konzept versteht, wir müssen relevante Bewegungen erkennen. Dieser Beschleunigungssensor, der wird uns sehr, sehr viele Daten liefern. Aber wenn wir jetzt wirklich so ein Schütteln von dem Gerät als Interaktionsinput verwenden möchten, dann müssen wir wieder erkennen oder definieren einfach als Entwickler und Entwicklerinnen, was denn eine relevante Bewegung ist. Also reicht es, wenn man so ganz leicht das Gerät schüttelt, oder müssen die Nutzerinnen vielleicht eine sehr große Bewegung, eine sehr schnelle Bewegung machen, damit wir das als Schütteln erkennen. Das heißt, damit müssen wir uns so ein bisschen auseinandersetzen. Und dann am Ende müssen wir das Ganze mischen, die beiden Farben, die ausgewählt worden sind, nachdem wir diese relevante Bewegung erkannt haben, und das Ergebnis anzeigen. Das heißt, unsere Anwendung spielt sich so in drei Bereichen ab. Wir müssen User Interface bauen, was an verschiedenen Stellen verwendet wird. Wir müssen intern mit diesem Sensor Manager kommunizieren. Wir müssen uns ein bisschen mit Farbmischung beschäftigen und das alles irgendwie zusammenbringen. Diese Reihenfolge, die da links steht, die können wir so einhalten, müssen wir nicht. Wir können auch mit dem Sensor anfangen, aber was irgendwie wichtig ist, dass wir diese Sensordaten haben, dass wir eine Möglichkeit haben, Farben auszuwählen, und wenn wir diese beiden Komponenten entwickelt haben, dann können wir erst den eigentlichen Use Case der Anwendung umsetzen, nämlich dieses Mischen durch Schütteln realisieren. Ich habe mal drüber nachgedacht, wie so eine Anwendung aufgebaut sein könnte von der Code-Seite, und das ist jetzt mein Vorschlag dazu, und das ist auch so der letzte Schritt, bevor wir jetzt anfangen, das gemeinsam zu entwickeln. Vielleicht wird unser Design am Ende ein bisschen anders ausschauen. Gut möglich, dass wir irgendwie auf dem Weg vielleicht noch irgendwie auf Ideen kommen, das Ganze ein bisschen besser zu machen, aber das ist jetzt so die grobe Vorstellung oder die Richtung, die ich mir überlegt habe. Ich würde gerne eine Activity haben, die beim Anwendungsstart aufgerufen wird und die erstmal diese Farbauswahl ermöglicht. Also von da ausgehend werden wir es irgendwie ermöglichen, dass man Farben auswählt, zwei Stück, und die auch der Ort ist, wo wir dieses Schütteln versuchen zu erkennen. Und wenn wir das Schütteln erkennen, dann versuchen wir, aus den vorher ausgewählten Farben so eine Mischung anzuzeigen. Diese Farbauswahl, also das tatsächliche Erstellen von einer Farbe im RGB-Raum, das würde ich gerne auslagern. Ich habe das mal Selector Activity genannt, vielleicht fällt uns da auch ein schönerer Name ein, aber die soll diesen kompletten Teilabschnitt unserer Anwendung, in der eine RGB-Farbe ausgewählt wird, tatsächlich implementieren, das Ergebnis dann zurückliefern. Da kennen wir ja schon dieses Prinzip Start Activity for Result. Wir können eine Activity öffnen, um irgendwie ein Ergebnis zurückzubekommen. Das nutzen wir für diese Farbauswahl. Alles, was mit dem Sensor zu tun hat, also alles, was irgendwie mit dem Zugriff auf den Beschleunigungssensor zu tun hat, werden wir in einen Shake-Sensor auslagern, also eine Klasse, die diesen Beschleunigungssensor überwacht. Intern entscheidet, ob wir eine relevante Bewegung gerade erkannt haben, und das dann an irgendwie eine aufrufende Stelle oder einen Listener oder sowas zurückgibt. Zwischen diesem Shake-Sensor und der Main-Activity, das habe ich schon gesagt,
würde ich gerne so ein Listener-Interface implementieren. Das heißt, die Activity initialisiert diesen Sensor, registriert sich als Listener, sagt, ich würde gerne informiert werden, wenn irgendwie eine Bewegung erkannt wird, die so stark ist, dass das vielleicht irgendwie ein Schütteln des Geräts irgendwie symbolisiert. Und darauf reagierend würden wir dann in der Main Activity auch diesen Farbmischprozess erledigen. Da ich jetzt mir schon ein paar Gedanken gemacht habe, habe ich schon im Hinterkopf, dass wir an vielen Stellen mit Farben arbeiten müssen, dass wir dieses Mischen irgendwie implementieren müssen unter Rückgriff auf die entsprechenden Android-Funktionen. Und ich werde jetzt schon mal so im Hinterkopf behalten, dass es vielleicht eine gute Idee ist, alles, was so mit Farben zu tun hat, alle Hilfsfunktionen, alle Funktionalität, die wir in diesem Bereich brauchen, vielleicht in eine eigene Klasse auszulagern. Also ich kann jetzt nicht irgendwie Ihnen vormachen, dass ich nichts weiß irgendwie über diese App, weil ich mir natürlich überlegt habe, wie man die implementieren kann. Aber es ist ja vielleicht auch, wenn man da von null irgendwie anfangen würde, mental, jetzt nicht so eine völlig dahergeholte Idee, dass man sich für so einen sehr elementaren Bereich der Anwendung dann vielleicht auch so eine Hilfsklasse oder sowas zusammenschraubt. Das ist grundsätzlich immer ein gutes Pattern, wenn Sie Funktionalität, die vielleicht ein bisschen komplexer ist als der Aufruf von ein, zwei API-Methoden in Ihrer Anwendung brauchen, das vielleicht auch an verschiedenen Stellen Ihre Anwendung brauchen, dann überlegen Sie sich doch, ob in dem ersten Schritt des Refactorings vielleicht so eine zentrale Hilfsklasse nicht verkehrt wäre. Okay, dann würde ich sagen, behalten wir das alles mal im Hinterkopf. Wenn Sie möchten, können Sie sich die Folien auf Ilias auch anschauen. Da sind die alle drin und wir starten einfach mal, indem wir bei Null anfangen und uns diese kleine Color Shaker App gemeinsam jetzt erarbeiten. Wenn Sie mitmachen wollen, gerne starten Sie Android Studio. Ich fange jetzt wirklich bei Null an. Ich habe keinen Code, den ich irgendwie reinkopiere, kein Layout, was ich vorbereitet habe. Das heißt, Sie können das theoretisch Schritt für Schritt mitmachen, selber auch ein bisschen drüber nachdenken, was wir so tun und dann vielleicht auch gerne im Chat irgendwie Verbesserungsvorschläge oder sowas mit einbringen. Wir starten ganz klassisch mit einem neuen Projekt, leere Activity, dann geben wir dem Ganzen einen Namen, ich nenne das jetzt Color Shaker Live, nur dass ich es unterscheiden kann von meiner fertigen Variante, die ich schon implementiert habe. Wir lassen das alles bei den Standardeinstellungen, wir verwenden Java als Programmiersprache, das API-Level 26 reicht uns auch völlig aus. Und dann starten wir Android Studio mit diesem neuen Projekt, haben eine leere Activity vor uns, warten vielleicht noch so ein bisschen ab, dass Gradle im Hintergrund das Projekt richtig initialisiert und dann sind wir eigentlich startklar. Ich starte einmal die Anwendung, vielleicht auf dem Emulator erstmal, dann können wir das erstmal testweise auf dem virtuellen Gerät ausprobieren. Warten wir mal kurz ab, bis das alles initialisiert ist. Und dann starten wir in die Implementierung. Dauert gerade ein kleines bisschen länger als erwartet, aber ich glaube, jetzt ist die App installiert und genau, jetzt haben wir da unsere Standard-App, die von Android Studio generiert worden ist, im Emulator laufen. Das erste, was ich jetzt mache, ist, ich beschäftige mich mit diesem Sensor-Zugriff. Also das ist irgendwie so der Punkt, wo brauche ich noch kein User-Interface. Da geht es wirklich nur um den Zugriff auf diesen Beschleunigungssensor. Da muss ich ein bisschen rumrechnen, weil ich mir später irgendwie überlegen muss, wie ich so eine relevante Bewegung erkenne. Aber das ist noch losgelöst von irgendwelchen XML-Layouts, von irgendwelchen Designentscheidungen und dementsprechend vielleicht ein ganz guter Einstiegspunkt. Die Idee war ja, dass wir eine Klasse erstellen, die für unsere Anwendung dieses Erkennen von relevanten Bewegungen übernimmt und das dann vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch an
andere Komponenten unserer Anwendung kommuniziert oder diese Information, dass jetzt vielleicht irgendwie ein relevantes Schütteln, damit wir später diesen Color Mix implementieren können, tatsächlich auch ja, erkannt wird. Das mache ich jetzt mal. Also Idee ist, eine Klasse erstellen, die diesen Sensormanager in irgendeiner Art und Weise nutzt, um erstmal selber über Beschleunigungsänderungen informiert zu werden und in einem zweiten Schritt dann diese Beschleunigungswerte sich anschaut, ein bisschen rumrechnet, versucht zu erkennen, ob es eine relevante Bewegung ist und das dann nach außen gibt. Ich fange mal damit an, dass ich ein neues Paket erstelle. Ich nenne das jetzt einfach mal Sensor oder so. Also wir versuchen auch so ein bisschen unser Projekt zu ordnen. Alles, was irgendwie zusammengehört zu einem logischen Teil unserer Anwendung, landet in einem eigenen Paket. Und ausgehend davon strukturieren wir dann so ein bisschen auch unser Projektverzeichnis. Und in diesem Paket erstelle ich eine neue Klasse. Ich versuche mal, die so zu nennen, wie sie auch in dem Lösungsvorschlag drin sind, dann haben Sie später vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Und da habe ich diese Klasse ShakeSensor genannt. Haben Sie ja gerade eben auch auf den Folien gesehen. Was soll diese Klasse jetzt machen? Die soll dafür sorgen, oder Instanzen dieser Klasse sollen dafür sorgen, dass wir auf den Beschleunigungssensor zugreifen können und soll sich oder dass wir auf Sensoren zugreifen können, soll sich für die Werte des Beschleunigungssensors registrieren, soll Veränderungen bezüglich des Beschleunigungssensors abfangen über eine entsprechende Listener-Konstruktion, die auswerten und dann für unsere App diese Entscheidung treffen, ist das jetzt irgendwie ein relevantes Schütteln. Wir müssen das jetzt nicht im Stream ganz ausführlich machen, aber ich würde Ihnen raten, dass Sie sich diese Sachen, die ich jetzt gesagt habe, also dieses Konzept, was Sie eigentlich in der Klasse machen möchten, irgendwo notieren. Irgendwie auf ein Stück Papier, auf irgendwie ein Dokument, später vielleicht in irgendeinem Projektmanagement-Tool oder so. Oder, das ist eigentlich die beste Idee, vielleicht einfach als Kommentare in Ihrem Code. Aufgaben dieser Klasse lauschen auf Veränderung des Beschleunigungssensors, erkennen relevanter Bewegungen und dieses Kommunizieren von den Schüttelbewegungen nach außen. Das können Sie machen, so wie Sie das irgendwie für richtig halten. Ich würde Ihnen nur ans Herz legen, tatsächlich mit solchen Kommentaren zu arbeiten. Die kann man später rauslöschen. Wenn man das dann implementiert hat, im fertigen Code haben die dann vielleicht nicht mehr sowas so oder zumindest nicht in dieser Form was zu suchen. Das schaut dann vielleicht ein bisschen anders aus. Da wird dann vielleicht eher beschrieben, was die Klasse tatsächlich macht und nicht, was sie machen soll, weil wir dann ja auch den Code implementiert haben. Aber gewöhnen Sie sich einfach so ein bisschen an, dass das, was Sie hier machen, ja eigentlich ein Dokument ist, eine Datei. Und Sie können hier in den Kommentaren reinschreiben, was Sie wollen. Das interessiert Android nicht. Das hat keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität Ihres Codes. Das ist für Sie die Möglichkeit, dass Sie während der Entwicklung sich auch einfach Dinge merken können, sich notieren können und vielleicht auch gezwungen sind, bevor Sie irgendwie anfangen zu coden, sich so wenigstens grundlegende Gedanken darüber zu machen, was hier eigentlich passieren soll. Also wenn Sie hier mal diese drei Bullet Points aufgeschrieben haben, dann haben Sie so eine kleine Zielvorstellung, was Sie hier eigentlich implementieren möchten und die Gefahr, dass Sie irgendwie drauf losprogrammieren und dass dann am Ende alles nicht zusammenpasst, die ist ein bisschen kleiner geworden. Also das nur so am Rande. Machen Sie sich ein paar Notizen in der Form, die Sie am besten nutzen können und dann haben Sie ein bisschen mehr Überblick darüber, was Sie eigentlich machen möchten. Was möchte ich jetzt hier machen? Ich möchte auf den Sensor zugreifen, auf den Beschleunigungssensor und ich weiß, dass ich das über den Sensormanager mache. Das ist ein Systemservice. Und um auf diesen Systemservice zuzugreifen, brauche ich einen Kontext, also in der Regel eine Activity oder in irgendeiner Art und anderen Art und Weise eine Instanz von diesem Android-Objekt Kontext.
mein Shake-Sensor ist keine Activity, das ist eine ganz normale Java-Klasse. Das heißt, wenn der mit diesem Sensor-Manager arbeiten möchte, dann braucht der diese Information, in welchem Kontext er arbeitet. Und das Einfachste, was wir machen können, um dem diese Information zu geben, ist dem einfach im Konstruktor diese Information als Parameter mitgeben. Also ich erstelle mir jetzt einen Konstruktor für diese Klasse und ich übergebe dem als Parameter einen Kontext, mit dem der arbeiten kann, importiere die Klasse und speichere mir das Ganze vielleicht einfach der Einfachheit halber in eine Instanzvariable. Private Context Context. Und da landet der Kontext, mit dem wir diese Klasse erstellen, drin. Wenn man das dann vielleicht alles fertig mal implementiert hat, denkt man beim Refactoring ein bisschen drüber nach. Braucht der Sensor oder braucht diese Klasse wirklich den kompletten Kontext? Können wir vielleicht das ein bisschen reduzieren? Aber jetzt machen wir das erstmal so. Dann brauchen wir den Sensormanager, um diese Klasse jetzt mit dem Beschleunigungssensor von unserem Gerät zu verbinden bzw. einen entsprechenden Listener zu registrieren. Das würde ich nicht so gerne im Konstruktor machen, weil immer wenn Sie mit so Sensorwerten arbeiten, also wenn Sie jetzt dafür sorgen, dass so kontinuierlich irgendwelche Informationen, irgendwelche Sensorveränderungen in Ihre App reingepiped werden vom Betriebssystem, dann sollten Sie einen fixen Punkt in Ihrer Anwendung haben, wo Sie diese Updates einschalten und auch einen fixen Punkt, wo Sie sie wieder ausschalten. Also klassischerweise, wenn Sie so eine Klasse wie diesen Shake-Sensor bauen, der tatsächlich vielleicht auf einen bestimmten Sensor zugreift und da Informationen an andere Stellen verarbeitet oder weitergibt, dann definieren Sie irgendwo eine öffentliche Schnittstelle in dieser Klasse, mit der Sie diese Updates ein- und ausschalten können, damit Sie dann, wenn Sie die nicht mehr brauchen, eben entsprechend auch eine Möglichkeit haben, diesen Listener sauber runterzufahren. Heißt für uns meistens, wir erstellen uns so eine ganz, ganz einfache Schnittstelle in diese Klasse rein mit einer Startmethode und einer Stoppmethode. Und in der Startmethode registrieren wir den Listener für die Beschleunigungswerte und in der Stoppmethode deaktivieren wir den wieder. Und dann können wir von außen uns diesen Shake-Sensor instanzieren, können sagen, start jetzt bitte die Updates oder deaktiviere die Updates, wenn wir uns nicht mehr für diese Beschleunigungswerte tatsächlich interessieren. Wie kommen wir an die Beschleunigungswerte? Wir brauchen einen Sensormanager, das habe ich schon gesagt. Das ist in Android die Klasse vom Betriebssystem bzw. vom Framework, mit dem wir programmatisch auf die ganzen Sensoren zugreifen können. Location Manager haben wir in der letzten Woche ausgiebig benutzt, wenn Sie sich die Demo angeschaut haben. Die zweite mit dieser Sensor-App, dann haben Sie auch schon gesehen, wie das jetzt hier funktioniert. Wir erstellen eine lokale Variable in diesem Fall in der Methode und wir holen uns aus dem Kontext einen Systemservice und zwar den Systemservice, der über diese Konstante definiert wird und das Ganze müssen wir dann auch noch casten zu einem Sensormanager, damit wir den richtigen Dienst bekommen. Also wir greifen jetzt auf einen Dienst zu, der im Hintergrund die ganze Zeit läuft, dieser Sensormanager. Wir holen uns den über den Kontext aus dem Betriebssystem raus und wir können den jetzt benutzen, um uns oder um diesen Shake-Sensor für diese Updates von den Sensorwerten zu registrieren. Ganz wichtig, oder weiß gar nicht, wie wichtig es ist, aber es ist keine so dumme Idee. Schauen Sie an der Stelle vielleicht mal, ob Sie tatsächlich irgendwie so einen Sensormanager zurückbekommen haben. Es könnte ja sein, dass da irgendwie was schief gelaufen ist. Dass, keine Ahnung, genau dieser Dienst vielleicht gerade irgendwie nicht zur Verfügung steht, dass irgendwas beim Referenzieren schief gelaufen ist. Und bevor wir jetzt irgendwie in der Annahme weitermachen, dass das alles in Ordnung ist, machen wir so einen kleinen Null-Check, mittlerweile auch durch Annotationen oder sowas erledigen kann. Wir machen das ganz klassisch, wir schauen einfach, haben wir hier einen Sensormanager oder haben wir keinen und wenn nicht, dann hören wir jetzt in diesem Fall einfach mit der Methode auf. Also
bisschen besseres Fehlerhandling wäre an der Stelle schöner, aber für uns heißt das jetzt erstmal, wir machen zumindest nicht weiter, wenn wir keinen Sensormanager zurückbekommen haben. Wenn wir einen haben, dann können wir auf diesen Sensormanager einen Listener registrieren. Und zwar ein Sensor-Event-Listener. Also ein Sensor-Event-Listener, das ist ein Interface, das jetzt irgendjemand implementieren muss, der über diese Sensorwerte informiert werden möchte. Und der Einfachheit halber würde ich das jetzt auf Klassenebene implementieren. Das heißt, ich mache jetzt unseren Shake-Sensor zu einem Sensor-Event-Listener, implementiere auch über die automatischen Funktionen von Android Studio die entsprechenden Methoden, nämlich einmal die onSensorChanged, die ausgelöst wird, wenn sich ein Sensorwert, für den wir uns registriert haben, ändert, und onAccuracyChanged, wenn sich bezüglich der Genauigkeit des Sensors irgendwie was getan hat. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie einen Energiesparmodus oder sowas gewechselt haben und jetzt irgendein bestimmter Sensor vielleicht nicht mehr in der original intendierten Auflösung Werte liefern kann. Wir sind jetzt ein Sensor-Event-Listener. Wir können uns registrieren bei dem Sensor-Manager. Wir übergeben uns selber als Listener. Wir sagen, was wir für einen Sensor gerne haben wollen würden. Und das machen wir, indem wir, das können wir mal hier draußen machen, auf den Sensor-Manager zugreifen, den nach einem Default-Sensor fragen, und zwar dem Standard-Sensor für den Beschleunigungswert. Also diese Zeile hier, und ich speichere das mal kurz zwischen in einer lokalen Variable. Vielleicht nenne ich das sogar Default Accelerometer. Diese Zeile hier gibt mir den standardmäßig im System verbauten Beschleunigungssensor aus. Also so ein bisschen, wie wir das auch bei dem Location Manager schon kennengelernt haben. Wir müssen irgendwie sagen, welchen Sensor wir gerne hätten, von wem wir diese Inhalte haben möchten. Das machen wir, indem wir über den Sensor Manager den Standardbeschleunigungssensor auslesen, den dann an diese Methode übergeben und im letzten Schritt noch sagen, wie wichtig uns diese Updates sind, beziehungsweise wie wichtig uns die Frequenz ist, mit der diese Informationen geliefert werden. Ich glaube, es steckt da drin. In dem Sensor Manager finden Sie so Konstanten. Da sehen Sie hier zum Beispiel dieses Sensor Delay. Ich schreibe mal ganz kurz den Präfix hin, dann kann ich Ihnen das besser erklären. Genau, da finden Sie diese vier Konstanten, die Vorschläge dafür sind, was irgendwie ein geeignetes Zeitfenster wäre, in der Listener, den Sie jetzt hier registrieren, über Veränderungen von diesem Sensor tatsächlich informiert wird. Das hier, Delay Normal, sind die langsamsten Update-Intervalle. Fastest ist das schnellste und alles andere ist irgendwo dazwischen. Das heißt, wie schnell irgendwie gehen diese Informationen über die Veränderung von dem Sensor bei Ihnen ein? Wollen Sie wirklich irgendwie alle 5 Mikrosekunden darüber informiert werden oder reicht es vielleicht, wenn Sie ein paar Mal in der Sekunde oder so informiert werden? Dadurch können Sie, wenn Sie vielleicht nicht sehr genaue Updates brauchen, so ein bisschen die Last, in der dann diese Informationen verarbeitet werden, aus Ihrer Klasse hier in diesem Fall raushalten. Sie können entweder diese Konstanten verwenden oder Sie können selber einen Wert eintragen. Also Sie können hier zum Beispiel 100.000 oder sowas eintragen, das ist ein fester Wert dann in Mikrosekunden. Das ist ganz wichtig. Was Sie hier eingeben, ist ein Wert in Mikrosekunden, nicht in Millisekunden. Das heißt, Sie haben hier eine wesentlich höhere Auflösung als vielleicht an anderen Stellen vom Betriebssystem zur Verfügung und können, wenn Sie vielleicht einen ganz konkreten Anwendungsfall haben, dann auch sehr genau ausrechnen, was ist irgendwie so ein sinnvolles zeitliches Intervall für Ihre Updates. Kleiner Hinweis, egal was Sie hier reinschreiben, sei es jetzt irgendwie, können ja mal
dieses Normal nehmen, so als langsamstes Update. Egal, was Sie hier reinschreiben, sei es jetzt so eine Konstante oder sei es irgendwie ein fester Wert, das ist eine Empfehlung, die Sie an das Betriebssystem übergeben. Android entscheidet dann immer noch selber, in was für einem Update Sie diese Updates tatsächlich bekommen oder in was für einem Intervall Sie diese Updates tatsächlich bekommen. Und das ist ungefähr der Wert, den Sie hier übergeben haben. Es kann aber auch wesentlich schneller oder wesentlich langsamer werden. Es ist nur eine Empfehlung. Okay, wir sagen, wir wollen über den Beschleunigungssensor informiert werden in dem schwächsten oder in dem niedrigsten Intervall, was es so gibt. Also wir interessieren uns jetzt nicht irgendwie für jede winzige kleine Bewegung, sondern dieses normale Intervall oder Delay reicht uns völlig aus. Und wir erwarten, dass hier in dieser Methode dann die Updates eingehen. Um das auszuprobieren, mache ich hier mal so ein bisschen Printlining. Ich übergebe einen Tag, Color Mixer oder Color Shaker habe ich es, glaube ich, genannt, die App. Ist ja auch völlig egal, was Sie da als Tag verwenden. Sie erinnern sich, das dient nur dazu, aus diesem großen Log, der dann angezeigt wird, in Android Studio die Sachen rauszufischen, die Sie wirklich explizit selber eingegeben haben. Und da gebe ich jetzt vielleicht einfach mal ein paar Sensorwerte aus. Und ich weiß, dass die Sensorwerte in diesem Array hier drin stehen, event.values. Und da geben wir vielleicht einfach mal den ersten Wert aus. Das ist die Beschleunigung auf der X-Achse, die Sie da bei jedem Aufruf von dieser Callback-Methode mitbekommen. Importieren wir das Ganze, da müssen wir hieraus noch einen String machen. Machen wir es gleich richtig. Beschleunigung auf X-Achse. Da setzen wir den Wert ein und jetzt können wir es gleich super richtig machen. Wenn Sie irgendwie eine Zahl oder sowas Printlining-mäßig auf der Konsole ausgeben und das später interpretieren möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, auch gleich die richtige Größenordnung mit anzugeben. Dann kann man das immer ein bisschen schöner tatsächlich interpretieren. Und ich verrate Ihnen jetzt, der Sensor, dieser Beschleunigungssensor, liefert Ihnen die Beschleunigung in Meter durch Sekunde im Quadrat, also tatsächlich die Beschleunigung, die dieser Sensor in diesem Moment bei dieser Veränderung auf der X-Achse jetzt in diesem Fall erfährt. In diesem Event-Values-Array sind noch zwei andere Werte drin, nämlich die Beschleunigungswerte für die Y- und für die Z-Achse, nämlich einmal auf 1 und auf 2. Also da sind drei Float-Werte drin, die Ihnen jedes Mal, wenn dieser Callback aufgerufen wird, die aktuelle Beschleunigung Ihres Geräts auf diesen Achsen anzeigt. Das Registrieren von dem Listener ist jetzt abgeschlossen. Wir haben ja auch schon diese Callback-Methode vorbereitet, damit wir es ausprobieren können. Schließen wir das noch schnell ab und stoppen das Ganze noch, wenn wir das brauchen. Dazu holen wir uns wieder den Sensormanager. Also das gleiche, was oben auch schon steht. Wir greifen über den Kontext auf den Systemservice zu. Wir machen wieder unsere Abfrage, ob wir hier tatsächlich auch einen richtigen Manager zurückbekommen haben. Und falls das der Fall ist, also falls wir jetzt arbeiten können, können wir, die Methode heißt unregisterListener, uns aus diesem Manager wieder entfernen. Also wir sagen jetzt einfach, wir sind nicht mehr interessiert für etwaige Sensor-Updates, die wir im Vorfeld registriert haben. Mit dem bisschen Code können wir das jetzt tatsächlich schon ausprobieren. Wir brauchen keine besonderen Permissions oder so, um auf den Beschleunigungssensor zuzugreifen. Wir können in unserer Hauptactivity, vielleicht in der onCreate-Methode, uns eine neue Initialisierungsmethode erstellen. Wir wollen das ja irgendwie immer ein bisschen durch Dekomposition schön ordentlich halten, diesen eigentlich immer irgendwie notwendigen Initialisierungsprozess unserer Anwendung und machen das jetzt in diesem Fall auch. Ich
habe so eine Initialisierungsfunktion jetzt aufgerufen, in der erstelle ich mir jetzt mal probehaft so einen Shake-Sensor über die Klasse, die ich gerade eben erstellt habe. Ich übergebe diese Activity als Kontext und starte diesen Sensor dann auch. Wenn das jetzt alles funktioniert, so wie ich das gerne hätte, dann würde ich jetzt erwarten, dass meine Activity startet, im Hintergrund dieser Sensor gestartet wird und wir auf der Log, im Logcat, also in dieser Log-Ausgabe im Android Studio, informiert würden, wenn sich irgendwie die Beschleunigung auf der X-Achse tatsächlich dann was tut. Oh, vielen Dank für den Hinweis. Im Chat wurde gerade gesagt hier, dass dieser dass das Anregistrieren natürlich außerhalb von dem Null-Check vorkommen soll. Das ist, glaube ich, jetzt die dümmste Sache, die ich an der Stelle tatsächlich habe falsch machen können. Wenn wir keinen Sensor-Manager haben, dann beenden wir die Methode. Wenn nicht, dann können wir uns deregistrieren. Danke für den Hinweis. Genau, also nochmal hier zurück, was ich jetzt erwarten würde. Wir starten die Activity, wir initialisieren den Sensor, wir starten den Sensor auch. Die Updates sollten dann in dieser OnSensorChanged-Methode eintrudeln und die sollten auf der Konsole hier im Terminal ausgegeben werden. Probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Ich starte die Anwendung nochmal neu. Keine Fehlermeldung, das ist schon mal gut. Es tut sich hier auch noch nichts. Ich muss zum Emulator wechseln. Genau, kleiner Tipp, wenn Sie irgendwie mehrere Geräte tatsächlich eingeblendet haben oder angeschlossen haben, sei es jetzt mehrere Emulatoren oder auch physikalische Geräte, dann sehen Sie hier in diesem Auswahlmenü immer, welche Geräte gerade mit Android Studio verbunden sind und können dann auch zwischen den Log-Ausgaben tatsächlich wechseln. Jetzt bin ich im Emulator und Sie sehen hier, ich kriege jetzt regelmäßig diese Updates rein. Logcat fasst das dann auch sinnvollerweise so ein bisschen zusammen, wenn wir ständig irgendwie versuchen, die gleiche Zeile auszugeben und der Wert ist immer 0, weil sich unser Smartphone im Moment nicht bewegt. Also das zu Ihrer Information nochmal. Wir kriegen hier nicht nur Updates, wenn sich tatsächlich der Wert geändert hat, sondern wir kriegen regelmäßig Updates über den aktuellen Wert von unserem Sensor. Und der ist jetzt im Moment immer 0, weil sich, wie gesagt, unser Smartphone nicht bewegt. Können jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn wir das Smartphone ein bisschen bewegen. Dazu aktivieren wir diese Extended Controls im Emulator. Die haben Sie vielleicht auch schon mal ausprobiert, wenn Sie an dieser Location-Aufgabe gearbeitet haben. Und da können Sie diesen Virtual Sensor aktivieren, auf Move gehen und dann kann ich hier mein Gerät so ein bisschen schütteln. Und wenn ich ganz runter scrolle, dann sehen Sie, dass sich dieser Wert jetzt unten in der Konsole so ein bisschen ändert. Warum ist das der Fall? Relativ eindeutig, wir bewegen irgendwie unser Gerät hin und her. Dieses Extended Controls Panel übersetzt das irgendwie in Beschleunigungswerte, schickt die an den Emulator. Der Emulator erkennt das genauso, wie wenn Sie das physikalische Gerät schütteln würden und wir kriegen die Ausgabe mit. Okay, scheint zu funktionieren. Jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, wie stellen wir fest, ist das jetzt irgendwie eine signifikante Bewegung gewesen? Ist das jetzt irgendwie tatsächlich ein bewusstes Schütteln, das die Nutzer und die Nutzerinnen durchgeführt haben? Oder ist das vielleicht irgendwie nur Wackeln beim Bedienen von irgendwie der Farbauswahl oder sowas? Wenn Sie sich dazu entscheiden, dass Sie so einen Sensor als Teil von der Interaktion mit Ihrer Anwendung verwenden, dann sollte alles, was dieses Schütteln dann tatsächlich auslöst, auch irgendwie eindeutig sein. Also Sie sollten irgendwie klar definieren, man muss das Gerät dann auch ordentlich schütteln, damit das funktioniert. Und Sie sollten nicht bei jeder kleinsten Veränderung davon ausgehen, dass jetzt irgendwie so eine bewusste Schüttelgeste durchgeführt worden ist. Das heißt, wenn Sie sich jetzt in dieses Gebiet irgendwie wagen und da tatsächlich auch versuchen, diese unterschiedlichen Sensoren in das Interaktionskonzept von Ihrer Anwendung mit einzubauen, dann gehören da normalerweise immer
noch einiges an zusätzlichen Gedanken und Überlegungen dazu. Was wir machen müssen ist, wir müssen zwei Zeitpunkte feststellen. Wir müssen die Sensorwerte von zwei aufeinanderfolgenden Updates vergleichen und feststellen, ob zwischen diesen beiden Zeitpunkten, wenn wir uns den Unterschied zwischen den Sensorwerten anschauen, eine signifikante Bewegung stattgefunden hat. Also ein einzelner Wert, den dieser Beschleunigungssensor ausspuckt, der bringt uns nicht so viel, weil der ist abhängig von der Lage, der ist nicht abhängig von der Bewegung. Also das sind tatsächlich die Kräfte, die gerade auf diesen Sensor auswirken. Und wenn wir aufgrund von diesem Beschleunigungssensor tatsächlich eine Bewegung erkennen wollen, dann müssen wir die Werte von zwei aufeinanderfolgenden Events miteinander vergleichen. Das heißt, bevor wir irgendwie was Sinnvolles machen können, brauchen wir zwei Wertepaare. Das heißt, ich brauche in meiner Klasse hier eine Instanzvariable, die nenne ich LastSensorValue. Und da möchte ich mir immer den zuletzt bekannten oder zuletzt gemessenen Wert reinspeichern. Wenn ich dann einen neuen Wert bekomme, dann vergleiche ich den mit diesem Wert und stelle dann aufgrund des Abstands zwischen diesen beiden Werten fest, ob meiner Meinung nach eine signifikante Bewegung vorgelegen ist oder nicht. Also ich speichere mir diesen Wert und dann versuche ich irgendwie eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Damit das funktioniert, brauche ich bei der Überprüfung diesen Wert. Das heißt, wenn ich das erste Mal in diesem Callback lande, dann habe ich noch keinen Vergleichswert. Das heißt, ich muss irgendwie einen Fall besonders betrachten, nämlich den Fall, dass ich das erste Mal ein Update von dem Sensor bekomme. Es gibt leider nicht irgendwie sowas wie Last Known Value oder Last Known Position, wie wir das aus dem Location Manager können. Wir müssen uns da jetzt ein bisschen selber drum kümmern. Deshalb werde ich jetzt in dieser Methode das so umsetzen, dass ich einen besonderen Fall beim Aufruf dieser Methode, nämlich wenn die Methode das erste Mal aufgerufen wird, besonders abhandle. Und dazu lege ich mir in meiner Klasse eine zusätzliche Variable an, die einfach so als Boolean Flag dienen soll. Die nenne ich Initial Sensor Value Received oder so. Was soll die ausdrücken? Ich habe schon mal einen Sensorwert von dem Beschleunigungssensor bekommen und die setze ich auf False. Also am Anfang gehe ich davon aus, ich habe noch nie einen Sensorwert bekommen. In meiner Methode schaue ich jetzt nach, habe ich schon mal einen Sensorwert bekommen, beziehungsweise habe ich noch nie einen Sensorwert bekommen. Wenn das der Fall ist, dann speichere ich mir in dem Last Sensor Value den aktuellen Beschleunigungswert. Und wir können uns auf eine Achse konzentrieren. Ich glaube, wenn man das, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Blick. Wenn ich das Gerät schüttle, dann werde ich das wahrscheinlich, und das können Sie mir jetzt zustimmen oder können irgendwie anders argumentieren, dann werde ich das wahrscheinlich auf dieser Achse irgendwie machen. Also ich werde das Smartphone so versuchen zu schütteln. Das ist irgendwie wahrscheinlich die natürliche Schüttelbewegung, die man irgendwie durchführt. Das heißt, die X- und die Z-Achse interessieren uns vielleicht gar nicht so. Der Wert, der wahrscheinlich am signifikantesten ist, um diese Bewegung zu erkennen, ist der Wert von der Y-Achse, also dieses Auf und Ab. Das ist wahrscheinlich der Wert, den wir am besten oder am wichtigsten für diese Aufgabe uns jetzt tatsächlich anschauen müssen. Heißt für uns einfach, wir brauchen vielleicht tatsächlich nicht alle Werte jetzt immer anschauen und es reicht vielleicht, wenn wir uns den Y-Wert vom Beschleunigungssensor tatsächlich regelmäßig anschauen. Und das ist hier dieses der zweite Eintrag in diesem Values Array. Wenn wir den haben, dann merken wir uns, dass wir
schon mal einen Sensorwert bekommen haben und brechen die Methode ab. Wenn wir das nächste Mal ein Update bekommen, dann können wir mit diesem Last-Sensor-Wert tatsächlich arbeiten, können den mit dem aktuellen Sensorwert vergleichen und wir landen auch nicht mehr in dieser If-Verzweigung, weil wir ja die Flag, die nur wirklich diesen ersten Aufruf der Methode abfangen soll, dann nach dem ersten Aufruf entsprechend auf True setzen. Was machen wir dann in jedem nächsten Aufruf der Methode? Wir holen uns den aktuellen Wert. Wir berechnen den Geschwindigkeitsunterschied oder den, ist es überhaupt ein Geschwindigkeitsunterschied? Ja, wenn ich zwei Beschleunigungen miteinander vergleiche, dann müsste eine Geschwindigkeit bei rauskommen, aber ich bin kein Physiker. Für mich ist das jetzt ein Unterschied in der Geschwindigkeit, deshalb nenne ich das Speed Delta, also Delta immer so klassischerweise als der Bezeichner für einen Unterschied, für eine Veränderung zwischen zwei Werten. Und da drin speichere ich mir das Ergebnis von der Subtraktion vom letzten Sensorwert mit dem aktuellen Sensorwert. Und weil diese Werte, die dabei rauskommen, positiv oder negativ sein können, also je nachdem, in welche Richtung gerade die Beschleunigungskräfte auf den Sensor wirken, sollten wir das Ganze vielleicht in einen absoluten Wert umwandeln und machen das ganz klassisch in Java mit dem Maßpaket und mit der ABS-Funktion, die aus dieser Differenz dann, unabhängig davon, ob da ein positives oder negatives Ergebnis rauskommt, einen absoluten Wert betrachtet. Dann können wir unabhängig davon, in welche Richtung geschüttelt wird, diesen Wert immer gleich behandeln und mit einem gleichen Grenzwert vergleichen. Ich probiere mal aus, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Denken Sie gerade dran, bei solchen Hardware-Sachen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu loggen und auszuprobieren, weil je später Sie irgendwie merken, dass was nicht funktioniert in Ihrem mentalen Modell oder dem Code, den Sie schreiben, desto schwieriger wird es, das Ganze dann wieder aufzuheben. Also wir passen unseren Logstring ein bisschen an, Beschleunigungsänderung auf der Y-Achse ist dann tatsächlich das oder der Delta-Wert, den wir hier festgestellt haben. Schauen wir nochmal an, ob das funktioniert. Ich starte meine Anwendung nochmal. Das ist jetzt hier immer 0, weil im Moment bewegt sich unser Gerät tatsächlich nicht. Ich hole mir wieder die Extended Controls und ich bewege das jetzt. Und dann sehen Sie, dass dieser Wert sich ändert. Wenn ich es leicht bewege, ich weiß nicht, ob man das im Stream unten erkennen kann, dann sind wir jetzt irgendwie bei so einem Wert von 1 irgendwas und wenn ich schneller bewege, dann wird dieser Delta-Wert, den ich da feststelle, dann zum Teil auch höher. Also da sehen Sie, hier sind wir dann irgendwie bei 11, 12, 14 und so weiter. Wenn wir mit solchen Sachen arbeiten, mit solchen Hardware-Sensoren und jetzt irgendwie so eine Entscheidung treffen müssen, ab was für einem Wert bezüglich dieses Deltas für die Beschleunigung, erkennen wir das jetzt als Schüttelbewegung? Also wann sagen wir als Entwickler, als Entwicklerin, jetzt ist das Handy schnell genug geschüttelt worden, damit einwandfrei irgendwie feststeht, dass es jetzt nicht irgendwie ein unbewusstes Zittern oder irgendwie einen Tab auf den Bildschirm gewesen, um eine Farbe auszuwählen, sondern es ist wirklich diese explizite Bewegung des Smartphones durch die Nutzer und Nutzerin, um die von uns intendierte Aktion auszuführen. Um das festzustellen, müssen wir ein bisschen experimentieren. Also da kann, glaube ich, niemand Ihnen jetzt irgendwie für jeden Anwendungsfall sagen, ab einer Beschleunigung von irgendwie 5,7 ist das ein klassisches Schütteln und ab irgendwie 6,3 ist es ein ganz schnelles Schütteln und alles darunter ist irgendwie Zufall. Das heißt, Sie müssen das einfach ein bisschen ausprobieren, so ein paar Richtwerte sich vielleicht sammeln und dann irgendwie zumindest bei so einfachen Apps vielleicht einen Educated Guess machen. Und wenn ich jetzt hier diese Werte mir so anschaue, scheint irgendwie so 10 oder so so ein Schwellwert zu sein. Also die Werte sind in der Regel immer darunter und es gibt so ein paar Ausreißer,
die Spitzen wahrscheinlich von der Beschleunigung, die über diesen Wert 10,0 hinausgehen. Und das können wir uns jetzt irgendwie als tatsächlich irgendwie Grenzwert merken, um darauf dann diese Beschleunigungserkennung aufzubauen. Also ich habe jetzt hier ein bisschen rumexperimentiert, wahrscheinlich nicht ausgiebig genug, aber zumindest jetzt stelle ich erstmal fest, alles, was irgendwie über 10 hinausgeht, wird vielleicht irgendwie eine entsprechende schnelle Bewegung sein. Und dann merke ich mir das in einer Konstanten. Private Static Final. Was ist das? Ich glaube, ein Float-Wert, oder? Genau. Float. Sensor Speed Threshold, also so ein Grenzwert, ab dem wir das Ganze wirklich als Shaking erkennen. Ich trage da eine Float-Zahl ein, 10, weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass das irgendwie hier so ein Grenzwert ist, der irgendwann überschritten wird. Und ab da wäre das für mich eine richtige Schüttelbewegung. Wenn ich das jetzt festgestellt habe, das können wir hier mal versuchen zu ergänzen. If Speed Delta größer Sensor Speed Threshold, dann sind wir an der Stelle angekommen, wo wir wissen, okay, das ist irgendwie wohl jetzt tatsächlich ein bewusstes Schütteln. Und jetzt hat der Shake-Sensor seine Aufgabe erledigt. Der hat jetzt diese Schütteln erkannt und kann diese Information jetzt weitergeben an die Komponenten von unserer Anwendung, die tatsächlich dafür oder sich dafür interessieren. Jetzt müssen wir wieder zurückwechseln in unsere andere in den Rest der Anwendung, weil diese Information, dass das Gerät geschüttelt worden ist, die brauchen wir hier nicht in diesem Shake-Sensor, sondern wenn Sie mal zurück auf unseren Plan schauen, die Main-Activity, die interessiert sich dafür, dass irgendwie geschüttelt worden ist, weil die dann dadurch die Farbmischung auslösen möchte oder auslösen muss. Das heißt, wir müssen diese Information irgendwie an dieser Stelle hier aus dem Shake-Sensor rausbekommen. Also Main Activity und Shake Sensor müssen irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Und wie die zusammenarbeiten sollen, habe ich hier schon angedeutet. Die Main Activity registriert sich als Listener bei dem Shake Sensor. Der merkt sich, dass es irgendwie jemanden gibt, der sich dafür interessiert, wenn jetzt mal richtig intensiv geschüttelt worden ist, das Gerät. Und wenn der Fall eintritt, informiert der über dieses Listener Interface die Activity, ohne dass dem Sensor wirklich bewusst ist, dass dahinter dann eine konkrete Activity steht. Das kann irgendeine andere Komponente auch sein. Das implementieren wir jetzt am besten nochmal. Ich erstelle ein neues Interface. Das nenne ich Shake Sensor Listener. Und da definiere ich nur eine einzige Methode. Die heißt on shaking detected. Einfach nur der Hinweis, ja, es wurde jetzt irgendwie ziemlich intensiv geschüttelt. Wenn Sie ein Interface implementieren, nur kurz als Bonusinformation, das Public davor können Sie sich sparen, weil Interface-Methoden immer öffentlich sein müssen in Java. Also das so am Rande, warum ich jetzt hier keinen Sichtbarkeitsmodifikator hingeschrieben habe. Diesen Listener, den übergeben wir, oder eine Instanz von diesem Listener, übergeben wir vielleicht im Konstruktor direkt. Vielleicht finden wir später noch eine andere, schönere Stelle, aber wir können das ja jetzt mal so machen. Wir übergeben dem Shake-Sensor so einen Listener direkt im Konstruktor, speichern uns den in einer Instanzvariable, beziehungsweise legen erstmal die Instanzvariable an, speichern dann die Referenz in der Instanzvariable, dann läuft irgendwie dieses ganze Sensorzeugs an. Wir kriegen immer 1000-mal diese Callback-Methode aufgerufen. Irgendwann stellen wir fest, okay, es wurde jetzt kräftig genug geschüttelt. Und dann geben wir diese Information an den Listener weiter. Wir haben uns vorher gemerkt, wer sich dafür interessiert,
dem Konstruktor die entsprechende Referenz übergeben worden ist, haben uns das abgespeichert in der Instanzvariable. Jetzt kann ewig lange oder auch relativ schnell diese Information berechnet werden, dass wir kräftig genug geschüttelt haben, und in dem Moment informieren wir diesen Listener, dass dieser Fall tatsächlich eingetreten ist. In unserer Main Activity müssen wir jetzt hier irgendwie dafür sorgen, dass es einen Listener gibt, der sich dafür interessiert, und auch hier der Einfachheit halber mache ich meine Activity zu einem Shake-Sensor-Listener. Ich implementiere die entsprechende Methode und gebe hier mal testweise auf der Konsole aus Color Shaker Shaking Detected. Das ist dann später für uns irgendwann mal die Stelle, wo wir diese Farbmischung tatsächlich auslösen. Und jetzt reicht es nicht mehr, dass wir dem Shake-Sensor den Kontext übergeben. Wir haben ja den Konstruktor hier an dieser Stelle verändert. Der erwartet jetzt einen zusätzlichen Parameter, nämlich diesen Listener. Den übergeben wir an dieser Stelle. Wir verknüpfen uns damit dann mit diesen Updates des Sensors, und falls mal tatsächlich dieses signifikante Schütteln erkannt wird, geben wir diese Information dann auf der Konsole aus. Jetzt können wir das nochmal ausprobieren, ob das auch tatsächlich funktioniert. Wir starten die Anwendung nochmal neu. Hier läuft die App. Sie sehen, die ständigen Konsolenausgaben sind raus, weil wir nicht mehr in jedem Aufruf von OnSensorChanged irgendwas auf der Konsole ausgeben, sondern was wir jetzt machen, ist, wir geben nur noch auf der Konsole aus, wenn wirklich dieses signifikante Schütteln erkannt wird. Und jetzt versuche ich mal, das ein bisschen zu emulieren und schüttel das Ganze mal ein bisschen doller. Es passiert aber nichts. Mal schauen, woran das liegen könnte. Debuggen wir mal ein bisschen. Gehen wir mal hier rein. Und dann gebe ich doch noch vielleicht mal auf der Konsole ein bisschen was an Debugging-Informationen aus. Color Shaker. Current Speed Delta ist gleich den Wert, den wir da ausgegeben haben. Das Ganze noch richtig mit der Formatfunktion. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wenn ich das jetzt ausprobiere. Ah, okay. Sehen Sie das hier? Es hat wohl doch funktioniert. Vielleicht habe ich einfach nicht doll genug geschüttelt. Also wenn wir hier über diesen Schwellwert drüber kommen, dann haben wir auch die nächste Ausgabe, die in der Main Activity in dieser Callback-Methode, die wir für den Shake-Sensor-Listener oder durch den Shake-Sensor-Listener implementiert haben, dann angelegt haben. Okay, wir haben jetzt glaube ich, nicht mehr ganz so viel Zeit. Was ist denn irgendwie vielleicht sinnvoll noch anzufangen? Okay, ich nutze vielleicht noch 5 Minuten Ihrer Zeit, um einen weiteren Punkt kurz anzureißen, weil es ist jetzt heute alles so ein bisschen nur Tipps, wie man an so ein Problem rangehen kann. Wenn Sie die fertige Anwendung sehen möchten, dann gehen Sie in den Ilias-Kurs. Ich zeige Ihnen das auch mal schnell. Falls jetzt irgendjemand da dabei ist, der gar nicht irgendwie was mit diesem VHB-Kurs mobile Apps für Android zu tun hat, der schreibt mir einfach schnell in den Chat. Dann schicke ich Ihnen auch gerne irgendwie den fertigen Code auf eine andere Art und Weise. Aber wenn Sie in die Plattform reinschauen, da finden Sie hier die Möglichkeit, sich das fertige Projekt herunterzuladen. Es ist auch kommentiert, das können Sie dann selber nachvollziehen und das mal in Ruhe ausprobieren. Was ich jetzt gerne vielleicht noch so als letzten Ratschlag Ihnen mit auf den Weg geben möchte, ist, wie Sie vielleicht genauso wie wir am Anfang von jetzt diesem Shake-Sensor,
den wir implementiert haben, ganz am Anfang uns so ein paar Gedanken als Kommentare aufgeschrieben haben, vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise an das Implementieren von dem User Interface rangehen können. Weil spätestens jetzt lässt es sich nicht mehr hinauszögern. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mit dem User Interface auseinandersetzen und brauchen dazu zum Beispiel für diese App, mit der die Fa oder für die Activity, mit der die Farben ausgewählt werden, irgendwie ein funktionierendes Layout mit den unterschiedlichen Komponenten. Ich habe das hier eh schon mal auf PowerPoint so ein bisschen skizzenhaft gemacht, würde Ihnen aber unabhängig davon auf jeden Fall raten, dass Sie, wenn Sie jetzt selber irgendwie anfangen, solche Apps umzusetzen, vielleicht tatsächlich auch, bevor Sie jetzt versuchen, irgendwie so eine XML-Layout-Datei from scratch irgendwie anzufertigen im Android Studio, sich vielleicht erstmal ein paar Gedanken in Form von einer Skizze oder sowas machen. Wir können das ja nochmal ganz kurz gemeinsam vielleicht anfangen. Ich wechsle wieder zu meiner Handkamera. Ich habe hier mein Notizbuch vor mir liegen und ich überlege mir jetzt, wie kann denn. Bisschen funktioniert das schon. Sie sehen vielleicht gleich, was ich schreibe oder was ich aufzeichne. Ich möchte jetzt wirklich nur sagen, wenn wir uns jetzt so ein bisschen über das User Interface von unseren Anwendungen Gedanken machen, ist das beste Werkzeug, was Sie im Vorfeld nutzen können, tatsächlich einfach Papier und einen Stift. Da können Sie so viel ausprobieren, wie Sie möchten. Sie können sich irgendwie Konzepte machen, wie Ihr User Interface ausschauen soll. Sie können sich schon mal überlegen, wie die Sachen positioniert werden und Sie fangen dann mit der Umsetzung in XML oder im Android-Code erst dann an, wenn Sie schon eine Vorstellung haben. Wenn Sie das nicht machen, dann probieren Sie die ganze Zeit irgendwas im Android-Studio aus und Sie brauchen wesentlich länger, als wenn Sie mit Papier und Bleistift einfach mal schnell ein bisschen was skizzieren. Ich versuche das jetzt mal Ihnen vorzumachen, wie das meiner Meinung nach gut funktionieren könnte. Entschuldigen Sie, wenn das jetzt nicht schön ausschaut, weil ich gleichzeitig die Kamera halten muss, aber ich versuche mal mir zu überlegen, was brauche ich eigentlich in diesem User Interface? Ich brauche irgendwie einen Bereich, da möchte ich die aktuell ausgewählte Farbe anzeigen. Das ist irgendwie vielleicht einfach nur ein View, der eine bestimmte Hintergrundfarbe hat und diese Hintergrundfarbe passt sich an, je nachdem, was für eine Farbe die Nutzer und Nutzerin ausgewählt haben. Damit die Nutzer und Nutzerin Farben auswählen können, brauche ich drei Suchleisten, so Seekbars, also diese Sliders, um die Farben oder die Farbmischung im RGB-Raum anzugeben bzw. zu definieren. Das heißt, in meinem Layout brauche ich 1, 2, 3 von diesen Seekbars, die ich dann vielleicht in meiner kleinen Miniskizze auch entsprechend darstellen kann. Also das sind Seekbars. So heißt dieses User Interface Element in Android, was dafür verantwortlich ist. Und was ich auch noch brauche, ist ein Button, mit dem ich das Ganze bestätigen kann. Und in so einer Miniskizze können Sie sich dann ja vielleicht auch schon mal notieren, wie diese User Interface Elemente dann auch tatsächlich untereinander interagieren, beziehungsweise was die Aktionen sind. Ich kann mir zum Beispiel schon mal aufschreiben, dass wenn ich dieses Slider aktiviere oder verändere, ich die Farbe von diesem View update. Ich kann in dieser Kombination sehr, sehr schlecht schreiben, das sehen Sie jetzt. Ich kann mir auch aufschreiben, dass dieser Button vielleicht die Activity beendet. Und die Farbe zurückgibt, die aktuell ausgewählt ist. Völlig konstruiertes Beispiel, aber ich habe mir jetzt schon mal im Vorfeld, bevor ich irgendwie
in das Android Studio wechsle, bevor ich irgendwie anfange, XML-Elemente rumzuschieben und irgendwelche Layouts überlege, einfach mal eine kleine Skizze gemacht, in der ich schon relativ viel irgendwie rauslesen kann. Ich kann rauslesen, was ich für Elemente brauche. Ich kann rauslesen, in was für einer Beziehung die stehen, wo die positioniert sind, was ich vielleicht auch tatsächlich an Events abfangen muss, was dann ja auch ein Hinweis dafür ist, welche der Elemente ich in meiner Activity tatsächlich abgreifen bzw. referenzieren muss. Und das Gute an Papier und Bleistift oder im Fall hier ein Kugelschreiber ist, wenn mir das nicht gefällt und wenn ich jetzt schon merke, dass irgendwas fehlt oder so, dann mache ich eine neue Skizze, dann streiche ich durch und fange das Ganze iterativ nochmal von vorne an und kann damit relativ zeiteffizient mir eine Vorstellung machen von dem, was ich im User Interface brauche, bevor ich irgendwie mit dieser dann doch etwas aufwendigeren XML-Editor-Geschichte tatsächlich anfange. Das Ergebnis von diesen Überlegungen können Sie sich, wenn Sie möchten, dann wie gesagt im Ilias-Kurs anschauen. Wir müssen jetzt leider, ups, jetzt ist meine Kamera umgefallen, das fixe ich später. Wir müssen jetzt leider aufhören, weil einige von Ihnen zumindest in den nächsten Kurs müssen. Nochmal der Hinweis, Sie können sich das alles in Ruhe anschauen. Ich kommentiere vielleicht auch nochmal die Sachen, die wir uns jetzt nicht gemeinsam angeschaut haben, ein bisschen intensiver. Vielleicht probieren Sie auch einfach mal aus, das Ganze selber auszuprobieren, so als zusätzliche Übungsaufgabe. Vielleicht haben Sie ja Lust, mal selber so eine kleine Anwendung zu bauen. Setzen Sie sich am Wochenende hin und implementieren mal ein bisschen. Wenn nicht, schauen Sie sich zumindest den Lösungsvorschlag an und versuchen Sie so ein bisschen das Konzept nachzuvollziehen und versuchen Sie so ein paar von den Sachen, die ich Ihnen jetzt empfohlen habe, auch bei den nächsten Aufgaben und vielleicht bei Ihren eigenen Entwicklungsideen umzusetzen. Ich danke Ihnen jetzt erstmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt oder Sie Feedback loswerden wollen, ich bleibe noch ein bisschen im Chat und höre mir das an oder Sie schreiben mir einfach per E-Mail oder geben mir über die Feedback-Umfrage, die ich gleich auch posten werde, dann noch mal ein bisschen Rückmeldung. Vielen Dank für diese Woche und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss.